Hallöchen. Ich möchte heute den Get Your Freak on Tag machen. Ja, ich bin, glaube ich, auch heute ein bisschen verfreakt, weil kann auch sein, dass ich mega Augenringe habe und ein paar kleine Pickelchen. Meine Haut ist in letzter Zeit richtig schlimm. Ja. Aber ich habe, glaube ich, nur 3,5 Stunden geschlafen. Höchstens 4. Weil, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich damit schon irgendeine Frage beantworte, aber nachts, also das ist echt so richtig dumm, ich sitze nachts immer bis ganz lange am PC, ich tue eigentlich nichts und dann liege ich im Bett und denke mir so, eigentlich hat das nichts gebracht, so lange wach zu bleiben, ich könnte jetzt auch schon 2 Stunden schlafen. Und dann kommen mir natürlich tausend Sachen in den Kopf, worüber ich noch nachdenken möchte. Und das sind so Sachen, ganz ehrlich, ne? Ich habe die Nacht über Sachen nachgedacht. Also, ich weiß nicht. Leute, das sind die verrücktesten Sachen. Egal. Okay, ich fange an. Gibt es einen Spitznamen, den nur deine Familie benutzt? Nein. Hast du eine seltsame Angewohnheit? Ich wollte mir sie eigentlich aufschreiben, aber dafür war ich jetzt ehrlich gesagt zu faul. Aber eine seltsame Angewohnheit. Ja, ist auf jeden Fall, also wie das schon ganz viele gesagt haben, also ich bin auch so ein, nein, ich weiß, also mein Bett, ne? Ich muss, also im Moment schlafe ich schon so mit dem Gesicht zur Wand, aber dann kriege ich auch schon ein bisschen die Krise. Also das mache ich halt wegen meinen Haaren, damit ich hier auf meiner abgeschnittenen Seite liege und die Dreads nicht so platt drücke. Ich glaube, das ist schon gut, wenn die halt nicht so platt gedrückt werden. Also schlafe ich anstatt auf dieser Seite, anstatt auf diese Seite, wo halt sowieso schon ein Stück fehlt. Und boah, ich kann dann aber nicht so lange liegen bleiben, weil ich Angst habe, dass jemand hinter mir steht und jedes kleinste Geräusch bringt mich dazu, mich umzudrehen und dann kriege ich die Krise. Und ich muss immer, egal ob ich bei Freundinnen schlafe oder bei meinem Freund, ich muss immer an der Wandseite schlafen und nicht an der Tür, weil es kann ja der Mörder kommen und ich möchte nicht, dass der Mörder zuerst, also dass der Mörder überhaupt meine Freundinnen oder meinen Freund killt, aber ich möchte nicht die Erste sein. Das ist so dumm. Aber ich bin wirklich immer die, ich sag immer direkt so, ich will an der Wand pennen und nicht an der Tür, ganz weit weg von der Tür. Und ich muss immer, ich schlafe jede Nacht, ich sag mal zu 98% schlafe ich mit Computer ein. Ob ich ein einstündiges Video gucke oder einen Film oder Fernseher oder ja. Ich mag das auch nicht so ganz dunkel, weil dann denke ich mir immer, da kann niemand sein. Also ich bin, in der Hinsicht bin ich ein richtiger Freak. Das Schlimmste ist, dass ich immer eine Decke zwischen meinen Beinen brauche. Also ich muss immer halt so mein Bein. Also ich muss immer so eine Decke zwischen meinen Beinen haben, versteht ihr? Und meine Füße müssen immer eingerollt sein mit der Decke. Wie soll ich das zeigen? Wie soll ich das zeigen? So, hier ist mein Bein. Und da muss die Decke bis unter meine Beine gehen und die einrollen, weil es kann ja jemand an meine Füße kommen. Und da habe ich auch voll Angst. Aber das ist das Schlimmste. Das habe ich aber von meiner Mami. Von meiner Mami habe ich das. Wo waren wir? Seltsame Angewohnheit. Was habe ich denn noch? Ich weiß nicht, das sind so doofe Angewohnheiten, die ich nur habe. Lass mich kurz überlegen. Ich glaube, ich drehe mal ein Video, wo ich einfach nur über mich erzähle. Was nicht doof klingen soll, aber damit ihr mal wisst, wie wirklich, wie manchmal ich krank ich bin. Also auch so, wenn ihr noch irgendwelche Wünsche habt, was ich mal drehen soll oder worüber ich mal reden soll oder keine Ahnung, dann schreibt mir das auf jeden Fall. Hast du irgendwelche seltsamen Phobien? Seltsam nicht, außer halt vor. Kann man vor Dunkelheit eine Phobie haben? Nein. Halt vor Spinnen und so. Und dann ist das so voll eklig. welchen Song drehst du heimlich voll auf und singst laut mit, wenn du alleine bist? Im Moment auf jeden Fall. Ich singe viel von Boys Avenue. Die covern ja so ganz viel. Und dann ist das immer so auf meiner Tonlage. Und dann
Boah, die Nachbarn, die kriegen, glaube ich, schon die Krise. Aber auch Someone Like You und Jar of Heart von Christina Perry. Das liebe ich wirklich, jetzt habe ich von, das sind so Lieder, die, wo mir, da kann man nicht so wirklich laut mitkreischen, aber ich singe gerne so gefühlvolle Lieder und schieße dann die Augen und bin in meinem Element und ich liebe das. Also das brauche ich. über welche Kleinigkeit ärgerst du dich immer am meisten? Ich hasse es. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich will das nie haben. Ich hasse das. So, ich stell euch mal vor, ich habe mit meinem Freund, immer kommt mein Freund, also ich habe mit meinem Freund ausgemacht, ja, wir treffen uns um 5 in der Stadt. So, aber dann kommt der mit, nee, ich muss noch da und dahin und es ist einfach nicht so, wie ich es geplant habe. Ich weiß nicht, ob das so vielleicht egoistisch ist oder so, aber ich bin so unspontan. Ich muss das immer alles planen. Und wenn das nicht so läuft, wie es geplant ist, dann weiß ich nicht. Dann würde ich am liebsten heulen. Und das zeige ich dann auch so, obwohl es ja eigentlich gar nicht so schlimm ist. Dann mache ich immer ein bisschen Stress. Was tust du, wenn du nervös bist? Also direkt tun tue ich, glaube ich, nichts, aber ich kriege auf jeden Fall mega die Flecken. Also ich fange auf jeden Fall richtig an zu schwitzen und kriege hier halt, ich kann das nicht abstellen. Ich weiß auch nicht, wie ich das irgendwie, wie sagt man das? Wie ich das kontrollieren kann. Also ich kriege hier immer, fängt auch manchmal schon hier oben an, rote Flecken, rote Flecken. Hier und auf dem Dekolleté wird das dann immer schlimmer. Manchmal sogar an den Armen. Ich krieg. Boah. Ist es nicht so heftig, aber schon so, wenn ich nervös bin, dann macht sich mein Körper so bemerkbar. Auf welcher Seite des Bettes schläfst du? Ihr seht, mein Bett ist. Ist das 90 breit? Ich glaube schon. Nee. Kann auch 1,20 breit sein. Weiß nicht. Oder genau 1 Meter? Nein. 90 oder 1,20 ist breit, also habe ich nicht so viel Auswahl. Aber eigentlich wie immer halt so Richtung Wand und ganz nah an der Wand und nicht so nah an der Bettkante. Was war dein erstes Kuscheltier und sein Name? Meine Mama, warum auch immer. Meine Mama hat mich letztens gefragt, hey, die SMS. Soll ich die SMS jetzt mal vorlesen? Ach Mann, ich mach das glaube ich mal. Wartet mal. Wartet. Nein, wo ist mein Handy? Wo ist mein Handy? Wo habe ich denn mein Handy hingetan? Okay, ich finde mein Handy gleich nicht. Oh nein. Ach doch, hier. So. Meine Mama hat mir eine SMS geschrieben. Hallo Süße. Kannst du mir noch einmal sagen, welche Spieluhr du damals hattest und ob sie bei dir ist? Habe dich sehr lieb, Mama. Ja, warum auch immer wir sie das wissen. Auf jeden Fall hatte ich, glaube ich, weil wir waren uns noch nicht so einig, aber ich weiß nicht. Also entweder war das halt so ein Pferdchen, was man aufziehen konnte, Name weiß ich nicht, oder so. Oder irgendwie so ein Tier mit so Schlappohren. Aber Namen haben wir nicht. Ja, also weiß ich nicht. Welches Getränk bestellst du dir immer bei Starbucks? Leute, ich war noch nie bei Starbucks. Also gelogen, ich war schon mal bei Starbucks, aber ich habe mir da irgendwie nie was bestellt. Nee. Gar keine Ahnung. Aber wahrscheinlich irgendwas Cappuccino, Schokolade, Vanille, Zimt. Irgendwie sowas. Gibt es eine Regel, du die, die du, du die, du die, die du immer predigst, aber selbst nie einhältst? Abends abschminken. Vor 12 Uhr mal ins Bett gehen. Leute, ich komme vor 12 Uhr nicht ins Bett. Das ist das. Weißt du, ich bin 10, um 10 Uhr schon richtig müde und ich denke mir so, ja, könnte ich mich hinlegen, aber ich bin so faul abends. Also ich will dann einfach nur sitzen
und einfach das machen, worauf ich gerade Bock habe. Und das ist das Schlimme bei mir. Ich kann mir keine Prioritäten setzen. Das ist richtig, richtig, richtig schlimm. Das pisst mich auch mega an, aber irgendwie kann ich das nicht. Ich brauche irgendwie Hilfe dabei. Ja. Also mal 12 Uhr, vor 12 Uhr ins Bett gehen. Oh nein. Das war meine Tasche. Und mal pünktlich zum Bus gehen. Also würdet ihr mich sehen und mich in Zeitlupe filmen, dann würdet ihr euch richtig bepissen vor Lachen. Ich kann nicht. Ich stelle mir das immer vor, wie ich zum Bus hetze, jeden Morgen, obwohl ich schon eigentlich genug Zeit habe. Ja. In welche Richtung schaust du beim Duschen? Also beim Duschen habe ich nicht so Angst. Aber wenn möglich, nicht so zur Wand, sondern dann schon immer so ein bisschen so in den Raum reingucken, weil, ne, kann ja immer irgendwas sein. Hast du irgendwelche seltsamen Körperfähigkeiten? Nein. Gibt es ein. Wieso kann ich das nicht lesen? Gibt es ein eigentlich schlechtes Essen, das du trotzdem liebend gerne isst? Pommes Spezial. Oder halt das Geile da, was jeder eigentlich isst, aber was nicht gut ist. Thunfischbrötchen in der Schule. Obwohl, ist Thunfisch so schlecht? Ich glaube nicht, oder? Gibt es eine Redewendung, die du ständig sagst? Ich weiß nicht, unter Redewendungen, was ich darunter so verstehen soll, aber was ich sehr oft sage, ist auf jeden Fall. Es gibt so typische Sachen, wenn ich mich mit meinem Freund streite. Boah, ich werde dann richtig ausfallen. Aber das sage ich nicht. Das ist doof. Aber immer wenn ich sauer bin, mache ich so, was? Und dann mache ich immer mit meinen Händen so und das ist so voll krank. Aber die du ständig sagst. Zeit zum Schlafen. Was hast du wirklich an? Also meistens sehe ich aus wie so ein Kerl mit so einer Jogginghose und so einem 3x XL-Oberteil. Okay, mein Freund hat eigentlich nur L. Aber ich habe halt so immer Sachen von meinem Freund an. Und im Sommer. Ja, was ein Mädchen im Sommer trägt. Vielleicht nur ein langes Top. Natürlich mit was drunter. Ja. ja. Das war's auch schon. Und ich hoffe, euch hat dieser Tag ein wenig gefallen. Vielleicht auch ganz viel, das wäre noch toller. Okay, dann bis dann und tschüss. Und die, die ich tagge, schreibe ich unten rein. Okay, danke. Tschüss.